In diesem Video wird die Umsetzung des Leitfadens für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung beispielhaft am Hörsaalspiel Sinnbild erklärt. Das Spiel wurde nach einer Idee des IMT Institut für Mathematik und Technikdidaktik bzw. ISD Institut für Studienerfolg und Didaktik der Hochschule Bochum auf der Grundlage der Ergebnisse von 5 schriftlichen Befragungen mit mehr als 600 Studierenden sowie 17 Experteninterviews mit Dozierenden und Studierenden verschiedener Hochschulen entwickelt. Es ist für viele Fächer geeignet. Im Hörsaalspiel Sinnbild sollen die Studierenden einen weiteren Zugang zu abstrakten Vorlesungsthemen finden und den Lernstoff mit verschiedenen Sinnen erleben. Die folgende Vorgehensweise orientiert sich am Leitfaden für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung. Stellen Sie zuerst den thematischen Bezug zwischen Vorlesung und Spiel her, indem Sie sich einen abstrakten Prozess zum Thema der Vorlesung überlegen. Das Hörsaalspiel erfüllt die didaktischen Funktionen Einführung in das Vorlesungsthema, Motivation, Festigung und Kontrolle. Das Spiel kann deshalb variabel im zeitlichen Verlauf der Vorlesung eingesetzt werden. Das Hörsaalspiel Sinnbild ist dem Genre Rollenspiel zuzuordnen und wird in der Sozialform Gruppenspiel durchgeführt. Bereiten Sie mindestens 2 Beispiele für abstrakte Vorgänge, wie zum Beispiel Zellteilung, vor. Mit der Vergabe einzelner Rollen an die Studierenden schaffen Sie Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit. Das Hörsaalspiel enthält die Elemente Wettbewerb und Bewegung. Leiten Sie nahtlos von der Vorlesung zum Spiel über, indem Sie einen abstrakten Prozess aus dem aktuellen Thema der Vorlesung an das Whiteboard projizieren oder an der Tafel notieren. Stellen Sie nun gemeinsam mit freiwilligen Studierenden den Vorgang szenisch dar, indem Sie die verschiedenen Bestandteile und Vorgänge versinnbildlichen. Achten Sie darauf, auch selbst eine Rolle in der Darstellung zu übernehmen. Führen Sie eine zweite Proberunde mit neuem Vorgang und neuen Freiwilligen durch. Diesmal wissen jedoch nur die aktiv Beteiligten, welchen Prozess sie darstellen, denn der Vorgang soll von den zuschauenden Studierenden erraten werden. Bilden Sie 2 Großgruppen und fordern Sie die Studierenden auf, sich weitere abstrakte Vorgänge mit den dazugehörigen Rollen zu überlegen, sowie sich die erforderliche Anzahl von Mitspielern zu sichern. Lassen Sie währenddessen an der Tafel eine Tabelle für den Punktestand notieren. In der Spielphase werden die szenisch dargestellten Themen der Kleingruppen erraten. Für jede richtige Antwort erhält die jeweilige Großgruppe einen Punkt. Führen Sie mindestens 4 Spielrunden pro Gruppe durch und honorieren Sie alle Darstellungen mit Applaus. Teilen Sie bei Interesse an Feedback in der Nachspielphase den Kurzfragebogen aus dem Leitfaden an die Studierenden aus. Leiten Sie nahtlos zur Vorlesung über, indem Sie zum Beispiel eine Aufgabe aus dem Hörsaalspiel aufgreifen und als Diskussionsanlass für die Fortsetzung der Vorlesung verwenden. Notieren Sie möglichst gleich nach der Vorlesung Ihre Wahrnehmung während des Spiels und was Ihnen am Spiel oder an der Situation im Hörsaal gut bzw. gar nicht gefallen hat. Lassen Sie bei Interesse den Kurzfragebogen auswerten und sprechen Sie über die Ergebnisse, zum Beispiel mit mir. Nehmen Sie nötige Änderungen vor und überlegen Sie, ob Sie das Spiel in einer der nächsten Vorlesungen fortsetzen oder ein anderes Spiel einsetzen wollen und welche vorbereitenden Aufgaben Sie dafür an die Studierenden übertragen können. Bei Interesse fordern Sie einfach den ausführlichen Leitfaden an. Auf diesen Wegen können Sie auch Termine für Workshops zum Thema Hörsaalspiele mit mir vereinbaren. Ich wünsche Ihnen und Ihren Studierenden viel Spaß mit Spielen in der Vorlesung.